Hallo und herzlich willkommen zurück zu Amnesia The Dark Descent. Ich bin's wieder, euer Lot 986, und wir sind in der Bücherei, wo wir seltene Bücher haben und wo wir auch Kataloge haben und wo sich Türen nicht auf magische Art und Weise öffnen, aber nee, das hier ist ja offen, also gucke ich erstmal hier nach. Mir wurde gesagt, das Öl, das kann ich erstens mit Doppelklick einfüllen. Funktioniert, danke dafür. Und das Öl braucht man auch nicht für Rätsel. Das heißt, das kann ich bedenkenlos immer wieder einfüllen. Martin! Krabbelviecher, Gedönse, ich will euch immer noch erschlagen. Schrei, Viecher, schrei halt. Nicht Markus Schrei, sondern der Schrei. Mir wurde auch gesagt, ey, guck dir mal die eine Marco-Folge an. Beziehungsweise such mal danach. Habe ich gemacht. Ziemlich geil. Interessant, dass er sowas hinkriegt. Ich werde hier mal eine Videoantwort dazu posten, beziehungsweise das unten in die Beschreibung reinmachen. Vielleicht nimmt das ja an, vielleicht auch nicht. Und hier ist schon wieder so eine komische Figur. Interessant. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Hm. Habt ihr denn jetzt was Interessantes da gefunden? Oder? Na gut, stand ja oben drin 1 von 3, das heißt, es gibt mindestens noch 2 Fortführungen, die ich natürlich sehr, sehr gerne finden möchte. Bücher. Bücher des Todes und des Grauens. Ach, es ist einfach nur schön, dass man hier einfach. Dass man alles so auseinandernehmen kann. Was mich jetzt interessieren würde, wäre, ob das auch da funktioniert. Ja. Da wirken andere Kräfte, als sie im Universum normal wären. Ja, natürlich. Jetzt lässt es wieder los. Na gut. Ja. Kataloge oder Kataloge? Erstmal in die Kataloge reingucken. Ach, ich mag es einfach nur Türen zuzumachen. Hier ist doch zum Beispiel eine gute Stelle, wo man ausnahmsweise mal wieder ein Zündholz benutzen kann. Denn, um Öl zu sparen, außerdem kriegen wir eh eine neue, Zünderbüchse. Wie komme ich denn auf Zündholz jetzt mit einmal? Ja, genau, Stefan, erzähl doch einfach mal ein bisschen Märchen über das Zündholz. Okay, kein Geheimfach, nichts des Weiteren. Wilhelms Vertrag. Hiermit biete ich Alexander, dem Baron von Brennenburg, meine volle Aufmerksamkeit und Dienste. Dieser Vertrag ist 3 Jahre gültig und ich werde dann meine Freiheit wieder erlangen. Außerdem empfiehlt Alexander, Baron von Brennenburg, meine Dienste dem preußischen Königshof sowie dem Orden des Schwarzen Adlers. Möge niemand diesen Vertrag brechen. Wilhelm Hausgierig. Das klang jetzt so ein bisschen nach einem Butler oder sowas, aber warum zum Geier bewahrt der die Verträge bei Katalogen auf? So. Nur um zu gucken. Machen wir mal kurz das Licht an. Haben wir schon reingeguckt, können wir wieder zumachen. Wir wollen ja hier nicht auffallen oder so. Studium. Studium und da hinten ist hell erleuchtet. Sekunde. So.
Denn mir wurde gesagt, an so T-Kreuzungen und sowas, da ist es immer relativ sinnvoll, das Licht anzumachen. Gut, hinter der Tür versteckt sich nichts. Das ist immer gut. Und wir sind ja immer noch auf der Suche nach diesem wundervollen Schlüssel. Und sie sagt. Ja. Nein, nicht das. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Boah, das ist doch mies. Das ist doch mies. Es ist, als wenn man einen guten Roman an der wichtigsten Stelle beendet. Und man auf den zweiten Teil warten muss. Naja, irgendwie muss das ja rausgeschafft haben, sonst würde das Tagebuch nicht hier liegen. Hoffe ich zumindest. Naja, wäre auch irgendwie logisch, oder? Was haben wir denn da? Nichts. Bücher über Bücher. Naja. Sollten wohl auch hier sein. Ich meine, das würde zumindest passen. Wie groß ist denn das hier zum Geier? Meine gute Güte, ne. Ist ja riesig. Na gut, es ist eine Schlossbücherei, aber trotzdem. Muss doch nicht so groß sein. Das ist schon fast übertrieben. The fuck? Ey, es ist auch gleichzeitig irgendwie schön, aber... The fuck ist das groß? Ah! Wow! Allein nur für diese Aussicht hätte ich dieses Schloss gekauft. Man sieht... Nebel. Ich würde sagen, wir sind in Nebelburghausen. Keine Ahnung. Aber ob das passt. Nein, ist mir zu dunkel. Mag ich nicht. Mag ich nicht reingehen. Ist mir zu dunkel. Die Bücher, also nicht die Bücher, sondern die Bilder sind auch schön. Weiß nicht, was das gerade war. Aber das Geräusch. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich bin nicht alleine hier. Alter. Wie viel Öl? Genug Öl. Gut. Alter, nein, ey. Da! Hallo? Okay. Gut, hier ist nichts drin. Das ist schon mal relativ gut, außer dass wir hier komische Musik haben. Und Öl. Und nochmal eine Zünderbuchse. Da. Gut.
the fuck, the fuck, the fuck, Stefan, was tust du dir hier an? Das weißt du auch nicht, du tust es dir einfach nur an. Ich brauchte nur einen Schlüssel. Ach ja, das ist wieder so eine, die ich nicht öffnen kann. Ne, toll. Historisches? Nein, wir beachten jetzt einfach das Blut, was da auf dem Boden liegt, gar nicht. Gut, da ist nichts drin. Das Bild war rausgerissen. Ah, ah. Sie lässt sich nicht öffnen, es ist abgeschlossen. Warum ist hier jede gottverdammte Tür abgeschlossen? Das ist nervig. Zum Geschichtszimmer ist die Tür versperrt. Den Schlüssel zum Weinkenner. Experiment im Labor. Chemische Kredenzien. Okay. 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 Dann nähern wir uns doch mal einfach den komischen Geräuschen. Blut. Frisches Blut. Na, wenn das nicht aufbauend ist, dass hier frisches Blut liegt, dann weiß ich auch nicht. Ein bisschen Öl. Oh, darf ich drauf spielen? Nein. Mann, no! Die schönsten Sachen darf ich nicht machen. Okay. Ja. Schreikakerlaken. Schreit doch rum, ist mir doch egal. Grundrisse. Oh ja, eine Karte. Gibt's hier eine Karte? Grundrisse. Ah! Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Es gibt hier Bedienstete? Davon habe ich aber noch nicht wirklich viele gesehen. Okay, es sind aber drei Stellen, die besonders anscheinend gefährdet sind, waren und bleiben. Denn... Wer zur Hölle spielt das Klavier? Niemand. Wächtlich, aber nicht mit der Hand. Oh. Okay, lass mich raten. Der Rückweg ist jetzt komplett versperrt. Ja, natürlich ist der Rückweg komplett versperrt. Ich hasse diese Madenviecher. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Der kann mir nicht reingucken. Warum sage ich eigentlich immer Maden? Das sind scheiß Kakerlaken. Gottverdammt. Stefan, merkt ihr das doch mal. Immer noch keinen Schlüssel. Bitte. Was? Was? 17th of May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry.
The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Die ich jetzt auch habe? Königreich von Preußen, Mittelpreußen. Okay. Habe ich denn jetzt was bekommen, oder? Oh, der Kopf dröhnt und die Hände zittern, na klasse. Wir sind so gut wie tot. Ja, zwar zerbrechlich, aber nicht mit der Hand. Aha! Nehmen wir einfach was anderes dafür. You have to be swift. When you activate the first one, you hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Es gibt eine Art geheimen Mechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Alles klar. Ah, I see, mach mal hier ein bisschen Licht an. So. Geh kaputt, du blödes Glas. Ich brauch den Zettel. Natürlich, ich schlag wie ein Besessener drauf rum, aber kaum schmeiß ich das Buch, schon zerfetzt das Glas in tausend und ein Stück. Altstadt und Schloss Brandenburg 1801, die hiesige Folklore. Der sagenumworbene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten das Dörfchen und das benachbarte Schloss Brandenburg. Die ruhigen, bewaldeten Berge mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervoll malerischen Anblick. Dennoch, dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weit verbreitet und den Durchreisenden bietet sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos eine aufregende Unterhaltung. Alle haben ihre eigenen Geschichten zu erzählen. Doch es gibt etwas, was sich in allem wiederholt. Ja, und was? Ja. Notizen, hiesige Folklore, weite Seite, weiter. Die Sammler. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des 30-jährigen Krieges. Man sagt, dass Soldaten, die ihren Dienstaufgaben... keine Ösen mehr gefunden haben, doch da. aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen. Ihre Körper, von ihren verdorbenen Seelen gefertigt, entstellten sich und ihr Wesen veränderte sich. Im Laufe der Jahre wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als greuliche Wiedergänger. Sie ziehen still durch das Unterholz und scheuen vor jedem zurück, der sie sehen könnte. Sie werden Sammler genannt. Denn es scheint, sie streben danach, lebende Geschöpfe zu stehlen. Man kann ihre Opfer um ihr Leben kämpfen hören, in feuchten Leinensäcken, die die Sammler hinter sich herziehen und die ihre Anwesenheit verraten. Welche dunklen Ziele mögen sie verfolgen? Alles klar, kratzendes Geräusch auf dem Boden, rennen. Der unbekannte Besucher. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts besuchte der bekannte Gelehrte Heinrich Cornelius Agrippa Altstadt. Er übernachtete 14 Tage im dortigen Gasthaus, während er nach Spuren vergangener Königreiche forschte. Alle bedeutenden Mitglieder der Gesellschaft nahmen von ihm Notiz und wird in vielen Aufzeichnungen der Zeit erwähnt. Eines Tages machte er sich auf den Weg, eine Höhle auf den nordwestlichen Lichtungen zu erforschen und wurde nie wieder gesehen. Es heißt, er starb etwa 10 Jahre später in Grenoble. Er streitet ab, jemals in Altstadt gewesen zu sein
und man fragt sich, was damals wirklich passiert ist. Wer war dieser mysteriöse Mann, der das verschlafene Städtchen in den Wäldern besuchte, und was ist ihm zugestoßen? Der unsterbliche Baron. Der Baron von Brennenburg lebt mit seiner Familie ein zurückgezogenes Leben auf seinem Schloss nahe Altstadt. Und wie es bei den meisten adligen Geborenen der Fall ist, hat auch er nicht nur den Titel, sondern auch Gerüchte geerbt. Erforscht man die Geschichte, lässt sich nur wenig über das Schloss vor dem großen Brand im 16. Jahrhundert in Erfahrung bringen. Es wurde später von Alexander, einem Edelmann aus dem Rheinland, wieder errichtet, der die Rolle des Beschützers des preußischen Staates für sich beanspruchte. Durch Alexanders Hilfe begann die Region zu florieren, wodurch er sein ganzes Leben lang hohes Ansehen genoss. Die Familie war immer sehr verschwiegen, was Abstammung und Erbe betraf. Die Geburt und der Tod Alexanders und seines Nachkommens konnten daher nie vollständig dokumentiert werden. Das führte zu der Annahme, dass der Baron vor 300 Jahren aus dem Westen hierher kam, während der Zeit der Besatzung hier lebte und wie die großen Führer des Landes dem begehrten Orden des Schwarzen Adlers beitrat. Okay. Das sagt mir natürlich jetzt gar nicht mal so viel. Eigentlich so gar nichts. Das könnte aber vielleicht auch damit zusammenliegen, dass ich die Geschichte nicht wirklich irgendwie kenne. In irgendeiner Art und Weise. Sie lässt sich nicht öffnen, es ist abgeschlossen. Ich muss irgendeinen Mechanismus dafür finden. Oh Gott. Ich und einen blöden Mechanismus finden. Na, jetzt nicht. Ist da oben noch was drauf? Wäre auch zu schön gewesen, das hätte ich an ein Buch gezogen, dass dann das Richtige passiert wäre. Ein Mechanismus finden. Ein Mechanismus kann in diesem Fall alles sein. Das macht das Ganze nicht unbedingt so viel einfacher. Und die Lampe schwingt hin und her und hin und her. Dann bringen wir sie noch mehr zum Schwingen. Zadding! Einem der Bücher ziehen? Ja, ich weiß, ich bin so ein bisschen begeistert von der Idee und ich hoffe, dass sie es irgendwo hier auch eingebaut haben. Weil, warum nicht? Nein. Ah. Das wäre dann das erste Buch. Der Mechanismus scheint ziemlich lange an zu sein. Das finde ich gut. Da haben wir das zweite Buch. Alles klar, und da ist das dritte. Dann wäre es doch sinnvoll, wenn wir die Lampe da anmachen. Ja, lässt du dich jetzt auch ziehen oder nicht? Lässt du. Ah, sieh mal eine Show. Guck mal einer an. Da haben wir den Schlüssel. Bezüglich der Schließung des Weinkellers. Wilhelm und seine Dummköpfe haben meine Forschung lange genug gefährdet mit ihren selbstvergessenen Umgang mit den menschlichen Gefäßen. Der Schultheiß hält ein wachsames Auge auf dem Wald und tötet meine getreuen Bediensteten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie der Spur nach Brennenburg folgen. Ich muss Wilhelm und seine Männer wegsperren, um weitere Untersuchungen von der Öffentlichkeit zu vermeiden. Der Weinkeller wird daher verschlossen, bis die Sache geklärt ist. Entweder gehen die Männer des Königs oder sie werden verhungern. Was auch immer zuerst eintritt, meinetwegen können sie verrotten. Vielleicht werde ich ihnen etwas Wein zu trinken geben. Das würde in gewisser Hinsicht beide Probleme lösen. Warum will mir das nicht gefallen?
Und ich habe kein gutes Gefühl, weil... Sekunde. Gut. Vorbereitung abgeschlossen. Bestimmt, wenn ich jetzt gleich diesen Schlüssel aufnehme, passiert nämlich irgendwas. So, falls ein Monster reinkommen will, muss es erstmal stolpern. Haha. Weinkellerschlüssel. Ja. Da ist auf jeden Fall irgendwas. Oder sind das die Kerzen? Nein, da ist irgendwas. Irgendwas schleicht da draußen rum. Komm, kannst nicht reinkommen, hä? Ist der Stuhl im Weg, hä? Kannst nicht beiseite machen. Oder ist es einfach gar nichts hier? Es ist auch eine Möglichkeit. Die Tür ist offen. Doch, hier ist irgendwas. Irgendwas ist auf der anderen Seite der Tür. Was ist es, meine Lieben? Erfahrt ihr erst in der nächsten Folge von Amnesia's Dark Descent. Ich bin euer Lord 986. Bis dann!